Ja, wissen Sie, ich bin ja persönlich sehr gerne in Bochum, ne? Aus unterschiedlichen Gründen. Ich bin ja Bochumer Mädchen, ne? Aber der Bochumer selber, der ist was ganz Spezielles. Auf der einen Seite, wissen Sie, ist der geradeaus, Schuss auf der 12, da wissen Sie immer, was der denkt. Und auf der anderen Seite ist er aber auch so ein bisschen bescheiden, ne? Er geht so ein klein bisschen in Sack und Asche, ne? Obwohl, wir haben ja hier alles, wir könnten stolz sein, ne? Wir haben hier Kultur, wir haben hier Bildung, wir haben hier wirklich alles, ne? Und wir haben sogar was für, wenn es jemand nicht so gut geht. Kennen Sie das? Sie hängen so zwischen Baum und Borke. Ne? Sie haben so einen Fleck auf der Seele und dann wissen sie nicht, wohin. Ne? Und man geht ja nicht sofort zu jedem Arzt. Muss man hier auch nicht. Hier haben wir Selbsthilfe-Kontaktstelle. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist die zentrale Stelle für alle Fragen zur Selbsthilfe. Selbsthilfe, das klingt dramatischer als es ist. Die findet nämlich in Gruppen statt. Die Gruppen entstehen, weil Menschen aus eigener Kraft zusammen mit anderen ihre Lebenssituation verbessern wollen. Sie treffen sich regelmäßig, um Erfahrungen auszutauschen, Lösungen zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen. Denn Gleichgesinnte verstehen deine Lebenssituation. In Bochum gibt es ca. 240 Selbsthilfegruppen zu den unterschiedlichsten Themen. Wer behält da schon den Überblick? Das Team der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Es gibt in Bochum Selbsthilfegruppen in den Bereichen chronische Erkrankungen, Behinderungen, psychische Erkrankungen, Suchtabhängigkeiten. Deshalb können auch alle Personen, die dazu Fragen haben oder ein Problem haben, zu uns kommen. Das heißt, zu all diesen Themen können wir vermitteln. Ob es nun eine Selbsthilfegruppe ist oder wenn das gerade nicht das Passende ist, nicht jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt in eine Selbsthilfegruppe gehen, vermitteln wir auch Facheinrichtungen in Bochum. Entweder hat diese Person ja den Wunsch, in eine Gruppe zu gehen. Dann gucken wir, gibt es die entsprechende Gruppe in Bochum oder auch in der Umgebung. Oder aber wir bieten an, eine neue Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen und begleiten das dann auch. Die Menschen, die zu uns hinkommen, sollen etwas an die Hand kriegen. Die sollen hier eine Frage stellen können oder eine Perspektive entwickeln können. Und wenn die wieder gehen, haben die was an der Hand. Die sollen hier mit etwas wieder rausgehen können. Und hören Sie mal, so eine Gruppe ist nicht irgendwas, das ist eine ernste Sache. Schließlich geht es ja um ein Anliegen von den Bürgerinnen und Bürgern. Ne? Muss ich denken. Ne? Und das ist ja gar nicht mehr so wie früher. Ich war total von den Socken, als ich gesehen habe, was die machen. Die Selbsthilfegruppe von der Blaue Kreuz trifft sich in Weidmar. Ne? Da haben die so eine Art Sportcafé, da ist Billardtisch, da können sich auch ein bisschen unterhalten und so. Ne? Wenn Probleme aufgetaucht sind, habe ich dann halt alles immer für mich behalten und habe dann halt alles nach hinten geworfen, bis dann halt das Gläschen übergelaufen ist und ich dann zum Alkohol bin. Und jetzt, seit ich bei der MLK bin, habe ich gelernt, dass man, wenn man Probleme hat, dass man darüber reden kann und dass es einem hilft. Und nebenan haben die sogar die Möglichkeit, gemeinsam Fußball zu spielen, ne? Oder auch mal zuzugucken, ne? Aber trotzdem dabei zu sein. Oder aber Tischtennis zu spielen. Und da machen auch alle mit. Also Bochumers, nicht vergessen, Selbsthilfe-Kontaktstelle in der Alsenstraße 19a ist wichtig. Ne? Und falls Sie doch vergessen, rufen Sie mich an, ich sag Sie Bescheid. Tschüss, Ihre Walli.